Endlich gibt es was mit Fische, Fischen, Fische, Fischen, Fische. Mit Fisch. Ich bin grundsätzlich gerade in den Vorbereitungen für eine Ausstellung. Daher habe ich hier ein bisschen ein Chaos und habe einige Sachen weggeräumt und habe gesehen, dass ich diese tollen Äste noch habe. Und da dachte ich, das ist genau das Richtige, um Fische hier rein zu dekorieren für den Garten oder für die Terrasse. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir. Ich räume das kurz weg. Was du brauchst für die Fische ist Pappe und Pulp natürlich. Und hier habe ich noch so eine Sommerkette, wo ich aus dem Brockenhaus gefunden habe. Ich trage ja keinen Schmuck und die werde ich mitverwenden zur Dekoration. Also das habe ich mal vor, ob es dann wirklich so wird, das weiß ich noch nicht. Es ändert sich ja immer. Aber das ist die Idee und dann möchte ich die Fische in diesen Ast rein dekorieren. Jetzt starten wir und ich zeige dir, wie du solche Fische machen kannst. Du zeichnest einfach einen Fisch, so wie du ihn haben möchtest, auf die Pappe. Dann hast du diesen Fisch und dann nimmst du das Tape und packst diesen Fisch ein. Und schneidest hier auch wieder die Form raus. Dann sieht das so aus. Und jetzt geht's mit der Pulpe los. Schau, dass du in der Mitte etwas mehr Pulp nimmst und nach außen das verstreichst, damit es hier etwas dünner ist und hier etwas dicker. Dann hast du so eine schöne 3D-Optik. Wenn der Fisch fertig modelliert ist, kannst du noch Strukturen reinmachen. Du kannst hier den Kopfteil einzeichnen und kannst hier noch Strukturen reinmachen. Also ganz wie du magst. Ich lasse den jetzt so. Und bitte achte, dass die Kanten, die Übergänge verschlossen sind. Wenn deine Fische fertig sind, dann kannst du sie an die Sonne legen und trocknen lassen.
Solche Sachen mache ich immer, wenn ich so Restpulp habe von etwas Größerem, dann eignet sich sowas sehr gut und dann kann man die restliche Pulp aufbrauchen. Wenn sie getrocknet sind, kannst du sie bemalen. Ich habe jetzt die in Weiß angemalt. Hierfür habe ich Buntlack verwendet, weil ich hier jetzt keine verschiedenen Farben beifügen möchte, habe ich jetzt einfach Buntlack genommen. Dadurch ist er schon mal gut geschützt. Und dann kannst du mit Acrylfarben kannst du sie noch bemalen. Ich habe mich jetzt sehr zurückgehalten. Und dann kannst du ein paar Strukturen reinmalen und dann lackieren, eben mit einem Schutz, mit einer Schutzlasur, einem Schutzlack, kannst du die lackieren. Aber auch hier zuerst ein Loch reinmachen, damit du das mitlackieren kannst, nicht, dass es hier die Nässe mit reinzieht und dann sich die Dekoration verabschiedet. Okay, dann bemale ich die mal und ich habe hier schon mal einen Versuch gestartet. Da es ja in den Farben wieder sehr dezent ist, habe ich diesen Fisch mit einem Glitzerspray, wo man zu Weihnachten benutzt, angesprüht und dadurch glitzert das so in der Sonne. Du könntest sie natürlich auch in Silber oder Gold besprühen und dann glitzert das schön, weil der Ast ist ja sehr dumpf und dann ist was Glitzeriges sehr schön. Okay, dann bemale ich die mal. Ich habe jetzt halt nur 5, ich habe ein bisschen Zeitdruck, aber du kannst so viele machen, wie du magst. Und dann bemale ich die. Bemale ich die wirklich nur ganz grob. Ich möchte hier nur ein paar Details anzeigen. Aber du kannst das natürlich bemalen, wie du lustig bist. So. Mir reicht das jetzt so. Ich lasse es ganz kurz antrocknen und werde den Rest ein bisschen abwischen. Bei dem ist jetzt die Acrylfarbe sehr dünn, da kann ich es so lassen. Aber wenn es mir zu dunkel ist, dann kann ich mit einem Lappen noch etwas drüber gehen. Und dann bemalst du die, wie es dir gefällt. Das sind 3 Äste, die ich habe. Jetzt überlege ich mir, wie ich die anordnen möchte.
Und ob ich alle drei nehme? Und dann sieht das aus wie ein Korallenriff. Und drin schwimmen die Fische und Spinnweben. So. Der liegt bei mir halt schon sehr lange rum, draußen. Und jetzt möchte ich den schön dekorieren. So. Dann nimmst du eine Schnur und bindest das oben zusammen. Und jetzt sollte man eine dritte Hand haben. Und jetzt schaue ich mir an, wie das ausschaut, vom Volumen her, da wo es hinkommt. Und dann geht's ans Dekorieren. Das war nun meine Fischdekoration. Ich hoffe, es war eine Inspiration für dich. Und schreib mir bitte in die Kommentare, was ich dir zeigen soll, was dich interessiert. Dann mache ich das sehr gern. Wie immer über ein Abo und eben über deinen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich denke, wir sehen uns sehr bald wieder. Ich wünsche dir eine kreative Zeit, einen wunderschönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Danke, warst du dabei. Tschüss zusammen.